Zusammen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Vlog oder respektive ein kleines Update zu unserem neuen Bus. Denn im letzten Vlog habt ihr gewünscht, dass wir euch mal mitnehmen an unsere Pläne, die wir jetzt haben. Den Juli und ich mit dem Kleinen hier, mit dem Jack. Wir fahren nach Norwegen für 3 Wochen mit diesem Bus und wir haben uns halt überlegt, also der Ursprungsgedanke war, dass wir ein bisschen unabhängiger sein wollen, ne? Ein bisschen flexibler sein wollen. Mhm. Nach der ganzen Geschichte mit dem C-Virus. Und aus diesem Grund haben wir uns diesen Bulli geholt und wir zeigen euch den jetzt, weil da kann man richtig viel machen. Der sieht so einfach aus von außen, aber ich glaube, der wird uns wirklich tolle Abenteuer bescheren, ne? Was glaubst du? Denke ich auch. Mhm. Das wird wieder eine richtige Herausforderung auch, weil das ist das erste Mal, dass wir so, ne, so Outdoor, Camping etc. Ja. So machen. Also ich habe schon gemacht, ja. Auch, aber da war ich noch jung. Ne? Zusammen so das erste Mal. Zusammen das erste Mal. Und genau. In so einem Bulli auch für mich das erste Mal so. Genau. Also das Tolle hier im Bus, wir können überall stehen, egal wo, weil der tariert sich ja auch selber aus. Wir können da drin schlafen, oben, unten, zeigen wir euch gleich. Und wir haben eine Küche hier und auch eine Dusche. Wir haben alles hier am Start. Wir können hier Küche rausnehmen. Mit Tisch. Zum Anrichten der Speisen. Genau, mit Tisch. Dann haben wir hier das zum Kochen, Gas. Hier zum Spülen. Genau. Man kann auch von draußen arbeiten, am Laptop zum Beispiel, im Stehen. Das ist mein Stehtisch auch. Und das Tolle ist, ich kann diesen Tisch auch hier als Bürotisch benutzen. So. Und hier kann ich dann auch meine Live-Calls machen mit meinen Mentoring-Teilnehmern und Teilnehmerinnen von hier am Laptop. Können wir beide Türen aufmachen. Wir haben auch die Möglichkeit, diese Sitze umzudrehen. Und das ist unser Büro hier für 3 Wochen, ne? Also ich, ehrlich gesagt, werde nicht so viel Büro machen, weil es ist jetzt mein Jahresurlaub und ich glaube, ich werde mich da wirklich versuchen, mal richtig runterzufahren. Natürlich werde ich da schon auch ein bisschen für euch was abfilmen und euch mitnehmen, aber sonst denke ich, werde ich da nicht allzu viel arbeiten und an diesem Schreibtisch sitzen. Das wird dann eher sozusagen meine Küchenplatte zum Anrichten, wenn wir dann kochen. Ich bin gespannt, ob wir wirklich da drin kochen werden. Sicher. Für den Kleinen ganz sicher, für Jackie. Der kriegt nämlich immer gekochtes Essen. Und für uns muss man wirklich mal schauen, oder? Was sich so ergibt und worauf wir so Lust haben. Mhm. Ja, ein bisschen was werden wir mitnehmen. Sicher, verschiedene Sachen mit. Weil ja. Ich will auch irgendwo in der Natur, im Nowhere, schlafen und essen. Und ja, hier kann man auch arbeiten oder schnipseln. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, mega viele Geheimfächer. Das wird ja meine Küche. Also das ist jetzt so mein Bereich. Und hier habe ich dann extra ausgemessen und Behälter bestellt, wo ich dann eben Reis und Nudeln einfüllen kann. Und diese Behälter, die passen genau hier rein von der Höhe, sodass wir Platz sparen können. Weil ich glaube, das Wichtigste bei dieser Geschichte hier ist, dass wir Platz sparen. Und schaut mal, wir haben sogar einen Kühlschrank. Ja, das ist wie so eine Art Kühlbox, die kann man auch rausnehmen. Und die brauchen wir zum Beispiel für das Fleisch von Jackie, was man natürlich auch jederzeit nachkaufen kann. Ja. Oder für unsere Sachen, genau. Ja. Mhm. Und Schatz, das musst du erklären, was ist das? Das da wären wir da auch Matratze. Nicht drauf gekommen. Ja, das ist so, yes, diese Matratze hat uns Nils empfohlen. Ein guter Freund von uns, Shoutout an Nils, much love, hat uns auch all diese Kleinigkeiten empfohlen, wie diese ganzen LED-Lampen hier, etwas gegen die Mücken, Batterien für die Handys aufzuladen, also jedes Schnickschnack. Und diese Matratze können wir oben platzieren, aber natürlich auch hier. Und wir haben den Test gemacht, das ist schon nochmal ein anderes Level hier, gell, wenn du liegst. Also das fühlt sich so wie in einem Hotel an. Da Decke haben wir, da Solarlichter, um außerhalb zu platzieren des Busses. Aber lass uns mal anschauen, wie das da oben aussieht. Weil oben können wir auch schlafen.
Oben ist halt noch ein bisschen freier. Also hier drin sind wir geschützt. Oben ist eher wie ein Zelt. Können wir auch alles aufmachen. Wir können natürlich jetzt auch hier, wenn wir zum Beispiel chillen, können wir das auch hier hoch tun, weil dann können wir da drin stehen. Dann haben wir noch mehr Platz hier. Hier oben ist auch eine Matratze. Hier kann man aufpumpen. Wir haben so einen elektrischen, wie sagt man denn, so ein Gerät, ja, so ein elektrisches, wo man das aufpumpen kann. Das ist auch sehr eine angenehme Matratze, aber ich denke, wir werden die andere, die wir unten haben, ja, dann auch hier nach oben legen, wenn wir schlafen. Yes. Und ja, man kann auch hier überall aufmachen. Riesig. Schau, zum Beispiel so. Und hier. Ja, hat man richtig geile Blume. Ja, und stell dir vor, du wachst von morgens auf und du bist irgendwo in der Natur. Freue ich mich schon drauf. Ja. Wir haben hier eine Dusche drin, das hat der Patrick schon gesagt, und haben 70 Liter Tank auch, den wir immer wieder befüllen können. Aber tatsächlich haben wir hier auch die Möglichkeit, in Bächen oder in irgendwelchen Gewässern, die sauber sind, das einzuhängen. Dann wird das Wasser angezogen und wir können dann mit diesem Duschkopf uns da wirklich duschen. Und damit wir die Umwelt nicht belasten, ne, haben wir auch extra etwas bestellt, was eben abbaubar ist. Auch von Nils empfohlen, ne? Hat alles Nils empfohlen. Diese Dusche hier, da bin ich echt gespannt, wie gut das wirklich technisch funktioniert. Aber wir haben auch eine Dusche hinten, ne? Muss man auch sagen. Aber wir können die zum Beispiel, wir zum Beispiel mitnehmen, wenn wir mit dem Zelt unterwegs sind und wir im Zelt schlafen, nicht zurück zum Auto gehen, dann können wir dort duschen. Aber eigentlich können wir auch im Fluss duschen, ne? Oder im See, wo auch immer. Dusche. Genau. Kannst du da einstecken? Sehr nice. Kannst du einstellen, warm, kalt. Und da kannst du die Duschshampoos reintun. Da auch, haben wir auch noch Platz für Duschshampoo. Mhm. Und natürlich auch ein Schiff. Ein Duschvorhang. Und es geht auch alles super schnell und super simpel. Wir sind Anfänger. Ich mache das alles jetzt erst das erste oder zweite Mal. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen schneller drin bist, dann hast du die Handgriffe sehr, sehr schnell. Und an dieser Stelle auch ein großes Shoutout an Pete von Space Camper, weil die haben dieses Auto komplett umgebaut. Ja, also es gibt es ja in verschiedenen Ausstattungen, aber so, wie wir ihn jetzt hier haben, den gibt es so nicht. Space Camper hat da den ja wirklich nochmal aufgepimpt. Mhm. Auch oben mit den Lithium-Batterien, die wir hier drin haben, mit Spezialmatratze oben. Spezialmatratzen oben. Das ist also auch alles schon mit sehr dabei. Speziell. Ja, genau. Wirklich. So. Und das Teil hier auch. Schaut mal, man muss ja immer sonst darunter kriechen. Rauszunehmen. Genau. Und jetzt haben wir dieses Teil. Und jeder kriegt so eine Box. Das ist jetzt die Planung. Also, das ist so die Idee. Jeder hat eine Box für Wäsche. Und Jackie kriegt irgendwie so einen Eimer. Wir haben auch extra so Gummieimer bestellt. Oder auch viereckige Behälter, die eben wasserresistent sind, da kann man auch Wasser mit holen. Und ja, dann muss man halt schauen, wie der Rest dann nachher alles mitkommt. Wenn ihr, guckt euch das mal an, ja. Und da muss ja noch mehr rein. Also das heißt, hier muss man wirklich schon platzökonomisch denken. Wir zeigen euch auch gleich mal, was da noch reinkommt. Und zwar haben wir noch einen Hundeanhänger, der mit muss. Ja, schau ganz einfach schon weg so. Genau. Und was haben wir denn noch alles? Ja, stimmt, du wolltest ja noch deine Gewichte mitnehmen, oder wie war das? Yes, ein paar Gewichte mitnehmen. Sicher eine Olympiastange, 20 Kilo. Dann zwei 20er, eine 10er, ein 5er und dann vielleicht noch eine 2,5er. Und dann kannst du halt alles machen. Weil wir wissen nicht, wie sehr oder wie oft wir ins Training gehen können. Wir sind ja auch wirklich in der Natur und wir wollen uns auch unabhängig machen. Ich denke, wir werden sicher mal in ein tolles Hotel gehen, auch mal irgendwo essen gehen. Aber vielleicht sind wir auch 5, 6, 7, 8, 9 Tage irgendwo im Nirgendwo ohne Gym. Und wenn wir dann eine Olympiastange haben, kannst du alles machen. Du kannst Backsquats machen, kannst Bankdrücke machen, Bizeps, Trizeps. Die können wir da reinschieben. Da hinten hat es Platz, habe ich schon abgecheckt. Ah, hast du schon abgecheckt, dass es durchpasst? Yes, passt gut. Okay. Yes. Ja, okay, Leute. Ich glaube, damit muss ich mich wohl arrangieren. Ich trainiere ja selber auch, aber das wäre jetzt nichts, worüber ich jetzt nachgedacht hätte. Aber vielleicht bin ich am Ende ganz froh, wenn ich dann tatsächlich auch was machen kann, oder? Du wirst. Weil ich noch werde mehr froh wahrscheinlich sein als ich. Noch mehr froh sein, genau. Aber ich könnte auch jederzeit joggen gehen. Das ist ja etwas, was er nicht macht. Das heißt, für mich ist ja auch Cardio eine Option.
Aber vielleicht ja dann auch für ihn, wer weiß. Aber? Ja, stimmt, es hat auch noch eine Ablage, ja. Ist schon ein bisschen kieferfrucht, ne? Naja, aber er ist stabil. Zeig mal. Doch, es geht zu messen. Ich glaube, die Stühle sind ja auch alle so tief. Die Campingstühle. Was, passen die zusammen? Hast du die zusammengeholt? Ja. Doch, das passt. Das Bein ist noch nicht gerade. Aber okay. So, dann haben wir noch diese zwei Bikes hier geholt. Weil ich denke, mit denen sind wir auch noch ein bisschen flexibler. Das sind E-Bikes. Und hier haben wir einen kleinen Wagen für den Kleinen da. Warte, der geht alleine rein, Schatzi. Gigi, schau. Komm mal, geh mal rein. Mal schauen, ob er reingeht. Komm, geh mal rein. Ene, zumachen. Packträger, den habe ich heute geholt. Shoutout an die Garage Gmühe hier bei uns. Top Service. Wir haben verschiedenste Anhänger ausprobiert, aber für mich oder für diese Fahrräder jetzt, für uns ist der am besten. Ich zeige euch auch gleich warum. Geht super einfach zum Installieren. So. Dann das Kabel einstecken, wegen des Lichts. Und dann, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kannst du den Kofferraum aufmachen, ne? Ja. So. Wow. Und dann? Das ist cool. Da musst du nicht die ganze Zeit die Dinge mal wegnehmen. Also wirklich. Yes, an alles gedacht. Tipptopp. Haben die. Also nicht ich, sondern die, die uns da vorbereitet haben. Ne? Ich hätte doch keinen Plan gehabt, welchen Anhänger oder was ich alles, was wir alles mitnehmen müssen. Das ist so. Ja. Sind gut ausgerüstet. Ja. Und wenn ihr Vlogs sehen wollt von Norwegen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt auch hin, was wollt ihr sehen. Wollt ihr diesen Van-Lifestyle sehen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann machen wir von dort aus ein paar YouTube-Videos. Genau. Falls du gerade an einem Punkt stehst, wo du morgens aufstehst und schon merkst, dass du keinen Bock auf den Tag hast und am liebsten wieder schnell zu Hause sein möchtest, weil du einer Arbeit nachgehst, die dich nicht erfüllt und du dich in einem Kreislauf von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen befindest und du aus diesem Kreislauf ausbrechen möchtest, deine wahre Berufung finden und sie dann auch leben willst, dann, wie immer, lade ich dich dazu ein, klicke unter diesem Video auf den Link und bewerb dich für das Human Elevation Mentoring. Das ist ein 12-wöchiges, sehr intensives Coaching mit mir und mit unserem Team, bei dem es ein Leben vor dem Human Elevation Mentoring gibt und ein Leben danach. Alle Infos kannst du unten abchecken im Link und kannst dir so ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem lieben Paul buchen. Yes, dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Freude. Bis dann, macht's gut, bye bye.